Oh mein Gott, könnt ihr euch noch an den letzten Part erinnern? Da war es ja richtig am Dampfen. Ich muss jetzt eben mal ganz kurz gucken, dass er mein Mikrofon nicht automatisch runterregelt, weil ich Camtasia nochmal neu installieren musste. Eieiei, und jetzt mache ich wie immer hier wieder Fenster zu, das kommt ja immer. Leute, es ist einfach schwierig momentan bei mir. Ich habe es euch schon mal erzählt, das ist alles so ein bisschen merkwürdig. Ich habe relativ viele Prüfungen gleichzeitig und, ja, was heißt hier relativ... Ich habe in Großmorf und Weideburg ein seltenes Pokémon gefangen. Du musst da unbedingt auch mal hingehen. Das kann ich dir ohne Zögern empfehlen. Ja, gerne. Ach, das war ja die Kacke hier. Game Design in a nutshell. Nobody wants to do this. Ist hier wenigstens ein Item irgendwo? Hier irgendwo? Jabokabeere gefunden. Wusstet ihr eigentlich schon, dass wenn man den Randomizer nochmal macht jetzt, haben die es mittlerweile... Oh Mann! Was ist denn das hier für eine Kacke? Die haben es mittlerweile so drin, dass man solche Scheiß wie Briefe und Bären da einfach nicht mehr macht. Ja, da kann man einfach sagen, nö, will ich nicht. Ja, eigentlich wollte ich ein bisschen erzählen heute. Und wir müssen ja eigentlich auch ein bisschen trainieren. Hab aber Schiss, das hier zu machen. Außerdem... Naja. Hier, Partylöwe, Lümmeltüte, Knastseife, Schicksmikürt, Wutbürger und Sprühstück sind dabei. Ich glaube, die Levels sind nicht mehr so wie beim letzten Mal, weil mir nämlich der Safe State kaputt gegangen ist. Da muss ich nochmal ein bisschen nachspielen. Aber ich habe es versucht so zu machen, wie es vorher auch war. Das heißt, Airwaves ist nach wie vor kaputt. Ja, nee, eigentlich wollte ich hier ein bisschen erzählen. Vielleicht erzähle ich auch im nächsten Part, geht auch. Ich studiere die seltenen Pokémon, die man nur im Großmoor findet. Was ist denn das Großmoor? Ist das da links oder wie? Seltene Pokémon? Ich gehe da nicht durch, wenn man die ganze Zeit nur da stecken bleibt. Ich wandere durch ganz Sinnoh. Ich liebe es, überall Beeren zu pflanzen. Ich werde dir auch eine Beere geben. Bitte pflanze sie irgendwo ein. Schuckebeere? Was? Meine Schwester sammelt täglich Beeren. Sie besuchen uns bald wieder. Wir kochen auch Beeren. Wir mischen sie. Sie sind lecker. Beeren ist ein Pseudonym für Gras. Guten Abend, es wird Zeit für den Pokémon-Report. Wir beobachten die Trends rund um Pokémon, indem wir direkt mit den Trainern sprechen. Dann sehen wir uns doch mal den ersten Beitrag an. Hallo, ihr seid wieder bei meinem Lieblings-Pokémon gelandet. Heute sehen wir uns Teriyaki, das Jungblut von Moin, an. Ach so, ist das hier so eine, wer gestorben ist, so eine Todesanzeige wie in der Zeitung? Für Moin ist Teriyaki Schambolzen. Liebe Zuschauer, berichtet uns auch weiterhin von den Pokémon, die euer ganzer Stolz waren. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Die wollen mich verarschen hier. Ja, ich habe tatsächlich ja mal ein Interview gegeben, aber... Ah, es ist ja alles Vergangenheit, ne, jetzt hier. Moin. Warst du schon mal auf dem Pokémon-Landgut? Der Besitzer, Herr Reichedel, liebte es, von seinen seltenen Pokémon zu schwärmen. Ja, ich glaube, da waren wir schon, ne? Ich stehe hier mitten lang, exakt in der mittleren Mitte des Ortes. Ich bin ein fetter Bastard. Jemand im Großmoor hat mir eine versteckte Maschine angeboten, aber ich habe sie abgelehnt. Ich brauche sie nicht, denn unser Arena-Leiter wird den Ort vom Nebel befreien, falls diesmal nötig ist. Ach, die haben hier eine Arena, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung mehr, was es hier alles so gibt. Moin, das Großmoor sorgt auch an den heißen Sommertagen für eine kühle Brise. Das ist der richtige Ort für Wasser-Pokémon. Und was gibt's hier? Moin. Kennst du dich mit Burmi und ihren unterschiedlichen Formen aus? Nein. Besitzt du Burmi in all ihren Formen? Nein. Oh, du hast ja nicht mal ein einziges Burmi. Ja. Magst du sie etwa nicht? Die sind lustig und niedlich. Die sind scheiße. Burmi sind das beste Beispiel. Sie zeigen, wie die Umgebung die Persönlichkeit eines Lebewesens formen kann. Das brauche ich nicht. Was will ich denn mit so einem Vieh? Hi. Ach, das war der Fetti. Ja, den hatten wir gerade schon. Hey, Fetti, halt die Schnauze. Macht das einfach mal. Labert einfach mal. Das sage ich immer wieder. Geht einfach mal irgendwo hin und labert jemanden an, den ihr nicht kennt, der die ganze Zeit nur irgendwo rumsteht. Macht das einfach mal. Der wird richtig sauer sein. Der wird erstmal denken, du willst ihm was verkaufen. Oder du willst ihn ablenken und irgendjemand raubt den aus. Also, Leute, das ist... Ich habe teilweise so ein bisschen bei Pokémon das Gefühl, die machen sich hier die Welt so, wie man sie gerne hätte. Und das finde ich schön. Das ist eben das Schöne daran. Da sind irgendwelche riesigen Viecher, 15 Wolkenkratzer hoch, mit Feuerattacken, Elektro, Drache und Laser und was nicht alles, aber nett. Aber nett. Keiner von denen kommt jemals auf die Idee, irgendwas anderes kaputt zu machen. Niemand. Absolut niemand. Okay, das nehmen wir mal mit hier. Persimbeere. Das wollen wir vorspulen, das hätte ich eigentlich auch gerade beim Erzählen machen können. Nee.
Ich habe gerade viel Stress, weil ich gerade eine Master-Modul-Abschlussprüfung machen muss. Dann noch Latein haben wir ja eigentlich immer. Und eine neue Wohnung bald einrichten. Ja, die Kerzen und ich haben uns ja jetzt eine neue Wohnung geholt. Wir ziehen jetzt zusammen Anfang November und super, echt genial. Dann wird es auch wieder häufiger Livestreams geben und man ist nicht einfach immer so, das ist nicht mehr so schwierig, das ist gut. Weideburgs Arena-Leiter ist auf eine seltsame Art atemberaubend. Es ist schwer zu erklären, aber du wirst bald sehen, was ich meine. Ja. Keine Ahnung. Moin. Im Großmoor werfen wir eine Eilbahn ein, damit wir schnell von A nach B kommen. So verhindern sie auch, dass das empfindliche Ökosystem gestört wird. Wetten, die ist kaputt? Wetten, ich gehe da hin und sage, nee, die Eilbahn, die funktioniert gerade nicht. Da ist ein Iltis auf die Schienen gelaufen und der versperrt das jetzt alles. Manche Trainer verhindern bewusst, dass sich ein Pokémon entwickelt. Sie warten damit ab, bis das Pokémon einen bestimmten Level erreicht und bestimmte Attacken gelernt hat. Oder sie warten ab, weil das Pokémon niedlich ist. Du erinnerst mich an diesen ungeduldigen Jungen, den ich vor kurzem getroffen habe. Er hatte genau wie du ein sehr enges Verhältnis zu seinen Pokémon. Hey, danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Und hiermit zaubere ich vielleicht ein Lächeln auf dein Gesicht. Dieser Weißflaum wird dein Pokémon bestimmt bezaubernd aussehen. Weißflaum? Was? Moin versteckt Weißflaum im Modekoffer. Ja, gerne. Mann, ist das nervtötend. Was ist mit dir? Ein kleines Kind mit gerade mal 3 Ohren. So ein Frettchen wie du sollten wissen, dass sie sich besser vom Team Galaktik fernhalten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wo lasse ich dieses Paket jetzt am besten platzen? Ha, ein Bombenjob für Team Galaktik. Ach, das ist hier... Ah, solche Leute. Ja, Terroristen. Na gut, da fühle ich mich ja wieder sicher in meiner Nachbarschaft. Was ist hier denn? Großmoor-Pokémon-Warte. Was ist das für Unsinn hier? Hallo. Ist mit Eintritt, sag mal, habt ihr eigentlich... Das ist ein Moor, das gehört zu... Erstmal, du musst einen Fremdenführer in einem Moor mitnehmen. Weil, wenn du da irgendwo versumpfst, du stirbst. Was meinst du, warum es so viele Moorleichen gibt? Die haben auch gedacht, ach komm, wir laufen mal besoffen nach Hause hier durch den Dschungel. Und zack. Ende. Als ich auf der Moorfläche lief, bin ich manchmal eingesunken. Ja, das ist brandgefährlich, da sollte man vor allem kein Kind rumlaufen lassen. Ich habe volle Panik versucht, mich wieder zu befreien. Danach konnte ich vor lauter Aufregung gar keine Pokémon mehr fangen. Sieh durch eines der Ferngläser, um über das Großmoor zu blicken. So siehst du, welche Pokémon du fangen kannst und wo du sie findest. Ja, machen wir gleich. Moin. Sag mir, dass ich mir das nicht einbilde. Die Pokémon, die man heute im Großmoor sieht, sind andere als gestern. Im Großmoor gibt es eine Eilbahn. Sie bringt dich tiefer in das Gebiet hinein. Die ist bestimmt kaputt. Ich bin mir sicher, die ist immer kaputt. Hallo. Geld auch noch. Hallo. Das habe ich nie verstanden. Warum muss man denn dafür Geld bezahlen? Okay, ich bezahle gerne Geld dafür, damit nicht alle Leute das anpacken. Elektroball in so einem Schlammbad. Den will ich. Der ist gut. Ja, geht auch. Nee. Tja, bitte nicht. Obwohl, der kann bestimmt Blues. Ja, normal. Oh ja, das ist ja der Jackpot. Yo. Ach, warum nicht? Nochmal Blues. Schnäppke. Knäppke. Bläppke. Das ist der kleine Kneppo, ist das. Willkommen im Großmoor. Bist du zum ersten Mal hier? Ja. Sobald du das Großmoor betrittst, stehen dir 30 Safari-Bälle zur Verfügung, um Pokémon zu fangen. Ich hab's immer gehasst. So Safari-Zonen-Blödsinn ist immer schrecklich gewesen. Dies ist die einzige Art Ballart, die du hier verwenden kannst. Das ist so doof. Ich hab's nie verstanden, warum man das so macht. Ich weiß es nicht. Das Safari-Spiel ist vorbei, sobald du deine Safari-Bälle verbraucht oder 500 Schritte gemacht hast. Komm, genieße die ungezähmte Natur im Großmoor. Und Professor Eich sagt immer, hey, moin, geh nicht alleine raus, ist gefährlich. Okay, Ort des Safari-Spiels. Alles, was du für nur 500 $ fangen kannst, gehört dir. Bist du dabei? Das macht dann 500, bitte. Hier sind deine Safari-Bälle. Wir geben Bescheid, wenn das Spiel vorbei ist. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und auf geht's in die Wildnis. Ja, gut. Guten Tag. Okay. Hier ist ja alles voller Kinder. Warum? Was soll das? Ich will gar nicht alles mit Kindern haben. Moin. Wer ist denn der hier? Schneller und schneller, wenigstens auf und ab. Wir fahren gar fix. Möchtest du die tieferen Areale des Moores besuchen, dann empfehle ich dir, die Großmoor-Eilbahn zu nehmen. Ich fand Safari-Zone immer schrecklich. Ich habe das während des Safari-Spiels gefunden. Das ist die versteckte Maschine. Auflockern, aber keines meiner Pokémon kann sie leeren. Daher würde es mich freuen, wenn du sie nehmen würdest. Danke.
Moin, verstörtes Item in die... Ja, ja. Wohin soll's gehen? Area 51, bitte. Bim, bim. Uga, chaka, tiff, tiff. Bim, bam, bim, bam. Das ist doch nicht Areal 4. Wollen die mich hier verarschen? Ich bin doch... Ich dachte, ich bin in Areal 1 und fahre jetzt erstmal voll Stoff in Areal 4. Ganz woanders hin. Nee, dann... Oh Gott. Areal 6. Ja, hau rein. Was? Hä? Das ist so unsinnig. Okay, dann fahren wir in Areal 2. Huka, chaka, tüf, tüf, bim, bam. Schaffner, hol den Dicken raus. Der Kerl kriegt keine Luft. Das war mir klar. Wieso? Was gibt's denn noch? 3 zum Beispiel. Wo ist das denn? Achso, der steigt ja bestimmt an der anderen Seite aus, ne? Das ist Lama Zock hier. Ich will mein Geld zurück. Ich dachte, ich mache jetzt hier eine schöne Bahnfahrt. Guck mal, das kann ich doch laufen. Das ist doch nichts hier. Einfach mal so. Okay. Wer wird es? Fange ich eh nicht. Was bist du denn? Oh, das ist gut. Bisasam ist super. Okay. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich werf dich jetzt erstmal mit Scheiße hier. Moin! Bisasam beobachtet. Ja, dann hier. The balls are nerd. Moin. Das hat auch voll das geile Tarnmuster, das Ding hier, ne? 2, 3. Nee. This is why I have trust issues. Und jetzt haut er ab. Nee, komm hier, nochmal. Zack. Los, Bisasam. Werde Teil der Gang. Nee, wird er nicht. Oh mein Gott, jetzt haut er ab. Bleib hier. Oder ich bewerf dich wieder mit Kacke. Und... Na, du bist so eine Wurst, Bisasam. Ich finde dich doof. Nochmal. Hier, bitte. Ich habe ganz viele davon. Wir können das gerne noch 26 Mal machen. Wisst ihr, was soll das denn hier eigentlich? Warum befreit er sich denn jetzt auf einmal immer? Komm. Bleib da drin. 1, 2. Ah. Ich hasse dich. Ich hasse dich einfach. So, komm mit hier. Das geht jetzt bis wir nur noch einen davon haben. Oh Mann, dieser Samen, bitte. Bitte. Ich will ja nicht viel, ne? Aber komm. Ich finde, das kannst du mir... Oh, jetzt schon wieder nicht, ey. Sag mal. Aber zumindest haut er nicht ab. Soll ich den nochmal bewerfen mit Matsch? Ich weiß gar nicht. Komm hier. Hier, yeah, friss Scheiße. Er beobachtet immer noch alles. Also wenn ich mit Dreck beworfen werden würde, dann würde ich nicht beobachten. Würde ich ganz viele Sachen machen, aber definitiv nicht beobachten. Oh Mann, dieser Samen. Ich verstehe das sowieso nicht, warum Köder und Matsch, das macht in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn. Weil wenn du ein Köder wirst, dann mag der dich ja und bleibt deswegen wahrscheinlich ja da. Wenn du den mit Matsch bewirfst, dann sagt er auch, komm, leck mich am Arm. Ich mach das nicht. Ja. Siehste, den haben wir gefangen hier, das ist gut. Klasse, Bisasam wurde gefangen. Für Bisasam wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Bisasam ist ein Samen-Pokémon. Pflanzegift, 0,7 Meter groß, 6,9 Kilo schwer und nach der Geburt nimmt es für eine Weile Nährstoffe über den Samen auf seinem Rücken auf. Aha. Möchtest du dem einen Spitznamen geben? Ja. Das ist ein merkwürdig... Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ein weibliches Bisasam. Das ist eine gute Frage. Irgendwas mit Samen. Ja. Nicht X. Das ist doch nicht X. Hier W will ich haben. Gina Wild. Todesmöpse ohne Gnade. Ja. Gina Wild wurde in Box 1 auf Blabla PC übertragen. Bin ich jetzt fertig hier, muss nichts mehr machen. Ich fahre jetzt nach Hause, so jetzt können sie mich alle. Wo ist denn Areal 1? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Das ist bestimmt ganz oben links. Das ist dann so durchnummeriert. Von oben links nach unten rechts. Jetzt habe ich die ganzen Blödsinn auch noch verstanden. Aber kann man das nicht auch über Eck führen? Ich meine, es muss ja keine Rollercoaster-Tycoon-mäßige Achterbahn werden hier, aber zumindest so ein bisschen Varianz ist doch wohl drin, denke ich.
Okay. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir ein neues Pokémon. Möchtest du die Zeit? Ja, ich möchte hier raus. Ich nehme diese bleibenden Safari-Bälle zurück. Habe ich jetzt alle nicht mehr? Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal irgendeinen gefunden. Den habt ihr jetzt auch geklaut. Das war meiner. Ihr Schweine.